Was ist das? Ein Wohnwagen auf einem Felsen? Wohnt der Fort Crawler da oben? Inmitten der Bären? Ein eifriger Schüler. Wird er auch eifrig lernen oder nur eifrig spielen? Sir, ich bin hier, um zu lernen, Sir. Du willst eine harte Ausbildung? Jawohl, Sir. Fertigkeiten entwickeln? Jawohl, Sir. Um Teil eines würdigen Teams zu werden? Ja. Jawohl, um ein... Ja. Hausmeister zu werden. Nein. Was? Ich bin hier, um Psychonaut zu werden. Naja. No, der ganze Gehirnzauber findet oben statt. Hier unten heißt es Dreck entfernen, nicht schweben lernen. Ja. Wir haben ja eben erfahren, dass der Hausmeister nicht wirklich Hausmeister ist. Ich bin gespannt, was dabei noch herumkommt. Tollen Kleidungsgeschmack hat auf jeden Fall. Hat Stil. Sind das Besen? Sieht aus wie der Nimbus 2000. Naja. Yay. Ach ja, wir sind ja verletzt. Von dem blöden Bären. Es ist Zeit, Gesundheit aufzusammeln. Dum, dum, blum, blum. Flom. Gut. Ja, aber jetzt möchte ich doch gerne meinen Knopf wieder haben. Ich bin hier gerade so ein bisschen am Verzweifeln. Buschwerk. Ah, okay, hier sind wir wieder beim Lagerfeuer. Aber gut, haben wir auch mal das ganze Lager gesehen. Es sind nur ziemlich lange Laufwege, fällt mir so auf. Es könnte noch anstrengend werden, aber mal sehen. Dum, ba-dum, ba-dum, dum, ba-dum. Noch so eine Karte. Hütten der Kinder. Nee, da will ich nicht hin, ich will... Ich sag's dir, wenn ich was sehe. Kannst ah, ja. nicht ewig lauern, Bär. Mikael wird dich finden. Ich möchte mir gerne noch so eine Psy-Karte kaufen. So ein Psy-Kern. Hey, wo ist mein Hamburger? Ah, ich hab dir doch... War ja nur ein Scherz. Ich möchte was kaufen. Pardon. Bleib's nicht so weit, Kleiner. Ich kann dich mit dem Bratenwender erreichen. Das ist mein letzter... Damit... Pass auf. Du Psy-Kern. Nimmst du einen Psy-Kern und setzt ihn mit... Ich nehme ihn. Ausgezeichnet. Was kann ich sonst noch für dich tun? Noch ein. Ausgezeichnet. Was kann ich sonst noch für dich tun? Pass auf. Du nimmst so einen Psy-Kern und setzt ihn mit 9 Psy-Karten zusammen. So erhältst du eine Psy-Aufstiegsmarkierung. Die ist eine ganze Stufe wert. Ja, und wo? Damit kannst du... Ja, damit kannst du... Das ist mein letzter Spiel. 800, 250, 400, 50. Die hilft dir, tief vergrabene... Das will ich. Ich fürchte, dafür reicht deine Stufe noch muss Stufe 10 dafür haben. Gut. Bla, bla, bla. Plappern wir alle rein. Naja. Gut, dann halt keine Wünschelrute. Aber... Immer noch keine Ahnung, wie ich dieses Zeug bastel. Also... Ich habe hier Psy-Kerne und ich habe hier Psy-Karten. Bei Fort einlösen. Bei Ford einlösen. Oder muss ich doch mit dem reden? Ach, das ist so verwirrend. Finde ich jetzt auch gerade ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen, dass das nicht so... Das wurde bestimmt irgendwann mal erklärt, aber lange bevor das überhaupt dazu kommen würde. Hey, gibt's was Neues im Land? Sieh dich um! Das ist mein letzter Spinnwebel. Damit kannst du... Die, pass auf, du nimmst so einen Psy-Kern... Und setzt ihn mit 9 Psy-Karten zusammen. So erhältst du eine Psy... Damit kannst du die Farbe... Ja, keine Infos. Gut. Sammle mehr Pfeilspitzen und komm dann wieder. Ich dachte, du hättest aufgehört. Lesen. Nein, nein, nein. Oh, hier gibt's auch noch Legen was. Legen wir los.
Ah, oh, sieht das bequem aus. Vorsicht! Und lesen. Oh, ein Western. Dadurch wird der Empfang auch nicht besser. Oh, ist das süß. So schön detailliert. Lesen. Hey, Phoebe, kann ich dich mal was fragen? Was? Hattest du jemals einen seltsamen Albtraum von einer Badewanne? Ist das eine Witzeinleitung? Schon gut. Vergiss. Gut, dann eben nicht. Was machen die zwei denn da? Oh, man kommt hier aufs Dach. Hier? Ach, das ist der Coach, der durch die Lautsprecher spricht. Auch schön. Level up. Level up. Yay. Ach, hier kommt man... Aha. Das ist so eine Art Abkürzung. Cool. Nein. Ah. Das ist ärgerlich. Komm, noch einmal. Oh, 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 oh. Hopp, 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 murmel, murmel. Und hier rüber zu unseren Freunden. Na ihr? Wie geht's euch? Der König des Hindernisparcours. Ja. Toll gemacht. Danke. Du bist jetzt sicher schon ein Psychonaut. Nein. Ja, oder sogar ein Doppelpsychonaut. Aber nein, noch nicht. Aber hoffentlich bald. Wow, die beiden sind wirklich lieb. Ich glaube, die mischen gerade Gift. Sind nur ein bisschen überdreht. Ein klein wenig anstrengend. Oh, ja. Murmel, murmel. Da geht's wohl zum See. Ja, ich möchte eigentlich meinen Knopf haben, also zu den Schlafhütten. Ich hoffe jetzt nur, dass das kein Bug war. Dass dieser Typ einfach unsichtbar geworden ist. Hütten der Kinder. Ja, bitte. Okay, der Typ ist wieder da. Mit einem Nussknacker wärst du vermutlich schneller. Heute, wenn da die ganzen feinen Damen drin sind, werde ich alles sehen. Wie willst du denn die Nuss mit Damen füllen? Quatsch, Kumpel, die Mädchenhütte. Ich habe da einen Insider. Ich verstehe. Du setzt Hellsehen ein. Du hast dir eine Nuss von einem Eichhörnchen geschnappt und jetzt nutzt du deine hellseherischen Fähigkeiten, um zu sehen, was das Eichhörnchen sieht. Könntest du das mit der Nuss auch irgendwie anders ausdrücken? Kannst du mir zeigen, wie das geht? Hey, ich habe ein bisschen aufgepasst, aber so viel auch wieder nicht. Du brauchst einen Experten im Hellsehen, aber ich bin bloß ein Damenexperte. Kleiner Playboy. Cool, wie er mit der Nuss da steht. Oh, magische Nuss. Das Eichhörnchen. Süß. Aber ich habe meinen Knopf immer noch nicht wieder. Wo kriege ich den Knopf denn wieder her? Knopf, wie Knopf? Muss ich einen Schneider fragen? Oder muss ich den Level echt neu laden? Ich meine, ich bin ja direkt mit dem Knopf hier rumgerannt. Coach, draußen im Wald, da habe ich... Was? Hm? Sir, wir müssen eine Eingreiftruppe aufstellen, sofort. Hm? Ich habe eine UPE entdeckt. Eine UPE? Ja, eine unregistrierte paranormale Einheit. Eventuell aquatischer Natur. Ich weiß, was eine UPE ist. Ich frage mich nur, woher du das weißt. Wahre übersinnliche Sagen, Ausgabe 424, Sir.
wo Sascha Nein mit dem hellseherischen Grizzly kämpft. Ach, Comicbücher. Das Ding war echt und groß und es stank zum Himmel. Spar dir dein Anglerlatein fürs Bootshaus. So, und jetzt wegtreten. Okay, das stört ihn wohl kein bisschen. Aber ich habe meinen Knopf immer noch nicht. Wo ist mein Knopf? Ich hatte den doch noch hier in der Hand. QE. Kann ich auch nichts machen. Hier kann ich mich nur auf der Tastatur fortbewegen. Das finde ich jetzt gerade echt ein bisschen ärgerlich. Okay, ich versuche herauszufinden, wo mein Knopf hin ist. Sammle noch kurz hier die Sachen ein. Das macht irgendwie echt süchtig. Es tut mir leid, wenn ich euch damit langweile. Und, ja, ich hoffe, das kriege ich noch raus. Und dann, hoffentlich geht's dann weiter in der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss.